Hier auf der Insel gibt es ein Lager. Da steht ein Gerät. Wir dürfen es nicht benutzen. Das wäre eine Sünde. Aber... Artyom ist seit anderthalb Stunden wieder auf den Beinen und wir sind auf dem Weg zu dem Ort, wo der Dorfbewohner uns von dort berichtet hat. Ich starte jetzt hier die Aufnahme, weil ich hier eine Aufwertung gefunden habe. Drei sogar. Und nun, ja, gehen wir zum Fragezeichen. Dort, wo eine Maschine ist, die Leute von der Sekte ja nicht benutzen dürfen. Das fängt schon mal wieder gut an. Übers Wasser gehen sie nicht. Na, bevor wir das machen, suchen wir aber auch noch den Teddy vom kleinen Mädchen. Der Narrator. Kann man ja auch als Maschine bezeichnen, das Gerät. Wer? Realien 15. Na, der braucht wahrscheinlich Sprit. Na, Leia. Vor zwei Folgen bei den Banditen am Turm hieß es doch, man hätte Diesel verkauft. Wahrscheinlich brauchen wir das. Der Generator öffnet die Tür. Nehme ich mal an. Ja. Da sind eine Menge Gerätschaften drin für uns. Kommt später also wieder. Das ist ein Jackpot hier. Zwei. Und von Weitem haben wir vom Turm hier auch Leute gesehen. Dort sind sie. Dann sah ich das riesige Ding. Extrem riesig. Es kam geradewegs auf uns zu. Überall Rauch und es quietschte und schepperte. Entschuldigung. Sieh dir nur an, was der Catfish angeschleppt hat. Ein Kitscher. Na sowas. Er richtet sein satanisches Licht nicht auf uns. Und seine Waffe steckt auch im Holster. Auch wenn er ein Ketzer ist, ist er wohl noch ein Mensch. Und vernünftig. Dann ist seine Seele noch nicht ganz verloren. Man sollte in solchen Tagen eigentlich zusammenhalten. Haben diese Ketzer überhaupt eine Seele? Sieh dir seine Rüstung an. Ja, sie ist ein Werk Satans. Ich wünschte allerdings, unsere Paladine hätten auch so etwas. Natürlich von Vater Silantius gesegnet. Dann hätten wir weder das Zugdepot noch den Turm an die Banditen verloren. Wir hätten alles noch und die säßen jetzt in der Hölle. Wir hätten sie niedergemacht wie Hunde. Das ist eine Versuchung. Eine Versuchung durch Technologie. Das hat alles mal der Sekte gehört hier. Du hast recht. Aber wirklich, verdammt. Darf ich mich mal hier umsehen? Ne, hier ist nix. Aber die Hütte wollte ich gerne noch. Warum kann ich jetzt hier nicht mich durchmogeln und dann die rote Tür da benutzen? Hier haben wir ein Boot. Gelobt sei der Fischbruder.
Mal, was haben wir denn hier? Eine Werkbank. Und wieder eine Aufzeichnung. Ja, das Boot ist ganz nützlich. Bislang sogar das nützlichste überhaupt. Klar, dieser Catfish hat mich etwas erschreckt. Auf festem Boden zu laufen ist immer noch viel gefährlicher. Die Banditen wollen wohl unbedingt die Fanatiker von der Brücke verjagen. Sie haben überall Lager. Zugdepot, in Ruinen, sogar auf dem Strommast. Die wollen die Brücken heilig schrumpfen wie Hühnchen. Die armen Kerle tun mir schon leid. Klar, die Fanatiker sind ein Haufen Arschlöcher, aber die Banditen sind noch schlimmer. Der Catfish. Ist das eine Person? Können wir schlafen? Das ist eine Schrotflinte. Eine Werkbank. Eine Aufwertung für die AK. Das Magazin, was wir gefunden haben. Erweitertes Magazin. Bis zu 45 Schuss. Dafür geht die Stabilität niedriger. Ja, sobald ich beim Zug bin, ende ich diese Waffe. Denn mir ist erst bei Schneiden aufgefallen, das ist die Bastardpistole, die wir in den ersten Teilen hatten, am Anfang. Die ist ja auch Bastard. So, und säubern tue ich sie nicht. Am Zug ist es kostenlos. Könnte aber wieder noch mehr Millipacks machen. Jetzt haben wir 4. Schrift brauche ich nicht. Jetzt 10 Gewehrpatronen noch. Das genügt. Hier noch 5. Und jetzt ins Wasser zu gehen, wäre nicht ratsam. So ein großes Ding, so nah an der Küste schwimmen kann. Na, wir müssten nur diesen kurzen Weg hier überqueren, damit wir weiterreisen können. Tiere merken natürlich, dass sie jetzt was in Bewegung ist. Speichern kann ich jetzt nicht. 1144. Ah! Oh oh! Ah ah! Nein! Einfach laufen!
Da. Scheinbar wieder ein Lager der Banditen. Das könnte ich aber umgehen. Oh nee. Wir machen das jetzt.